Nils Pflegen hat ein interessantes Buch gerade geschrieben über Komplexitäten und da ist mir ein Satz hängen geblieben: Culture is read-only. Wenn Sie sich an dieses rote Bild vom Anfang entsinnen, an diesen Teufelskreis, da ist ja das Einfachste, wenn man sagen würde, wir ändern einfach die Kultur. Dann ist doch alles gelöst. Und es gab wirklich früher mal Ansätze, die so in die Richtung gegangen sind. Dann wurden Workshops gemacht, wo man lernte, sich zu vertrauen im Team. Und man hat sich so nach hinten fallen lassen. Und die Kollegen haben einen aufgefangen. Das hat nicht viel gebracht, das war nicht nachhaltig. Letztendlich muss man gemeinsame Erfolge haben und dadurch werden Stück für Stück diese Kulturen geändert. Aber man kann sie nicht direkt ändern. Was man aber machen kann, wenn man es einmal geschafft hat, in diesen positiven Kreislauf reinzukommen, dann das Ganze zu nutzen und zu tracken. Das kann man machen zum Beispiel über so Punkte kleben, Smileys kleben. Wie gut fühlt sich ein Team gerade? Jeff Sutherland nennt das Happiness Scale und da passieren ganz interessante Sachen. Nehmen wir mal an, hier im Zeitverlauf, wir sind jetzt irgendwo hier hinten angekommen, und wir wissen schon im Rückwärtigen, was passiert ist. Nämlich, dass hier irgendwann zum Schluss irgendein sehr starker negativer Effekt im Projekt aufgetreten ist. Wir wissen noch nicht genau, was es war, aber es ist irgendwas, was einen großen Einfluss aufs Projekt hatte. Und wenn man gleichzeitig diesen Happiness Scale jetzt die ganze Zeit übermisst und wir nehmen mal an, das ist ein gutes Team, was gut eingespielt war und es fängt also hier oben an. Ja? Das Vertrauenslevel ist sehr, sehr hoch und auf einmal merkt man, das sinkt ab. Das heißt, das Team und die Schwarmintelligenz des Teams wissen eigentlich schon vorher, da kommt irgendwas auf uns zu, das kriegen wir nicht richtig aufgelöst. Und das kriegen Sie mit keinem Excel-Sheet oder Project-Plan oder sonst was hin. Aber mit so einem simplen Happiness-Scale, da kriegt man es hin. Das Gute dabei, Sie gewinnen Reaktionszeit, weil diese Gefühle des Teams sehr viel früher anschlagen als die harten messbaren Effekte.